Guten Abend, Leute. Servus. Ich komme jetzt gerade aus dem Stubaital hergefahren, habe den Habicht heute gemacht als Tagestour und habe jetzt morgen früh vor, auf den Hochpfeiler zu gehen. Und ja, mit meinem Auto sind es gerade mal drei andere, die hier stehen. Das ist nichts. Wir sind im Hochsommer. Die Hochpfeilerhütte ist geschlossen, weil kein Pächter da ist. Und daher muss man so eine Tour wie auf den Hochpfeiler jetzt als Tagestour planen. Und das ist natürlich für den Großteil der Menschen viel zu viel an einem Tag. Und daher denke ich mal, ist einfach so wenig los. Ich werde morgen zeitig aufbrechen, weil es eventuell gewittern könnte ab Mittag. Das ist das letzte Video, bevor ich in die Westalpen fahre. Also bitte etwas geduldig sein. Nach diesem Video könnte es wahrscheinlich etwas dauern, bis das nächste kommt. Seid gespannt, viel Spaß beim Hochpfeiler und bis zum nächsten Mal. Den Hang queren wir jetzt hier komplett. Das erste Mal was trinken kurz vor der Hütte. Und jetzt nochmal auffüllen, weil danach wird es wahrscheinlich schwierig. Ich habe gerade ein recht gutes Tempo drauf. Möchte ich allerdings ganz kurz hier über die Wetterlage zeigen. Von der Tiroler Seite her gut, von der Südtiroler in Ordnung. Man kann sich das Wetter nicht immer aussuchen. Gegangen wäre ich natürlich nicht, wenn ich jetzt irgendwie durchgehend Regen hätte und etc. Ja. Aber das passt schon. Ein paar Wolken dabei, vielleicht hänge ich oben in der Wolke. Ist halt so, ja. Bin ich hier bei der Weggabelung. In die Richtung geht es weiter, Richtung Hochpfeilerhütte, angeschrieben mit 30 Minuten. Und man kann auch den direkten Weg nehmen, links. Und dann spart man sich noch mal etwas Zeit. Also wer wirklich zügig hoch möchte, links gehen. Wer noch mal in die Hütte möchte, wenn sie dann offen wäre, gerade durch. Ihn werdet ihr nicht sehen können. König der Berge, der Steinbock. Da unten seht ihr jetzt die Hochpfeilerhütte und dahinter den Gliederferner. Das ist wirklich richtig schön zu sehen jetzt gerade. Und das ist jetzt der Weiterweg. Ist relativ gut ausgetreten, man kann es kaum übersehen. Und der Hochpfeiler liegt in dieser Richtung hier. Wunderschönstes Wetter und ja, Höhe 2965 Meter, das heißt höher wie die Zugspitze. Und ja, da geht's weiter. Einfach ganz stupide den Markierungen folgen. Wenn ihr keine Markierung seht, folgt dem Pfad. Wenn ihr gar nichts seht, folgt dem GPS. Da geht's weiter. Ihr seht, glaube ich, ganz gut. Im Endeffekt sind es wie Wanderwege, vielleicht etwas anspruchsvoller. Ausgesetzt war es bisher noch nicht richtig, ja. Und etwas Trittsicherheit, da kommt man sicherlich leicht bis zum Grat. Ganz schön windig hier. Wir sind jetzt auf 3,4. So geht's weiter. Und es fehlen jetzt noch genau 100 Höhenmeter. Und der Schneegrat, das kommt jetzt gleich noch alles. Auf einer Höhe von 3450 Meter, also 60 unterm Gipfel, beginnt jetzt hier aktuell Stand Juli 18 der Schnee. Jetzt ziehe ich mir Steigeisen an und dann geht es die restlichen paar Minuten nach oben. Steigeisen angelegt und jetzt geht es zum Gipfel.
Es hätte vielleicht auch mit Grödeln funktioniert. Ich habe sie sogar im Auto gehabt, aber safety first, ja. Steigeisen heben natürlich nochmal besser. Da stellt sich jetzt nochmal ganz kurz auf. Hochweiler, 3510 Meter, geil. Das war's jetzt hier, der höchste Berg vom Zillertal, der Hochweiler. Ich melde mich später unten bei euch, weil es ist hier gerade extrem kalt und ich habe leider keine Handschuhe dabei. Aber das macht nichts. Also, bis gleich. Ich bin wieder zurück vom Schneegrat. Es ist eisig kalt da oben gewesen. Jetzt kurz was essen und jetzt gebe ich Vollgas runter zum Auto. Ich denke mal, dass ich so in spätestens 2 Stunden wieder im warmen Auto hocke. Jetzt hier gerade geht's. Es können jederzeit mal aufreißen, wo ich runtergestiegen bin. Ist auch mal für 10 Sekunden die Sonne gekommen. Hat nicht sollen sein. Tut mir leid für euch. Mich stört's nicht hier mit dem Wetter. Ich kann euch natürlich hier nichts bieten, aber sei es drum. Ich hoffe, dass es euch trotzdem gefallen hat, obwohl es nicht das schönste Wetter war. Wenn es euch gefallen hat, gebt doch gerne einen Daumen nach oben. Würde mich sehr freuen. Und dann verabschiede ich mich und sag bis zum nächsten Mal aus den Westalpen. Macht's gut, Leute. Servus.